Hallihallo Leute, hier sind wir wieder zu Krog, The Legend of Gobos. Und wir versuchen einfach nochmal das dritte Level, weil es kann nicht sein, dass ich den blauen Gem hier nicht krieg. Und deswegen suchen wir hier nochmal alles ab. Und ich habe auch gelesen... Moment. Oh scheiße, ich weiß nicht, wie viele Dinger ich hier hatte. Wofür diese Gobos gut sind, die man hier einsammelt, und wenn man 6 in allen Leveln gesammelt hat und dann in den Boss-Level kommt, dann also das Boss-Level schafft, habe ich also auch richtig gelegen, das ist ein Boss-Level, ups, Entschuldigung, dann schaltet man eine geheime Insel frei. Ah, hier war ich das letzte Mal auch schon, ne? Ja, dann gehen wir mal hier drauf. Na. So, und das ist irgendwie noch ein Zusatzlevel. Ja. Und ich glaube, wenn man alle Zusatzlevel oder so dann gespielt hat, dann kann man noch irgendeinen Dings absahen. Boom, Wichser. Noch eine Bonuswelt, nachdem das Spiel durchgespielt ist. Ja. Na, egal, einfach mal. Eigentlich muss ich den auch nicht töten, ne? Aber mach ich's mal. Und man kann sich auch irgendwie drehen im Schwung, ja, genauso. Habe ich auch schon gelesen. Geh ich mal einfach jetzt schnell drüber. Das war knapp. Das war knapp. Egal. Wohin? Ah, wir kommen hier wieder raus, stimmt. Gut. Ich frage mich zwar, was passiert, wenn man in dem Luftlevel da unten runterfällt. Ob man tot ist, ob man wieder auf die Erde kommt. Ich gehe mal jetzt einfach hier wieder. Ich habe vergessen, wo man zuerst lang musste. Ist ja auch egal. Ah, hier war das Dingslevel, okay. Mitte, rechts, Mitte, rechts. Links, Mitte, links, Mitte, links. Rechts. Rechts. Ich weiß nicht, ob es immer das gleiche ist. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Habe ich jetzt 3 oder 2? 2. Okay. Gut. Das heißt, hier gehen wir nachher nicht hin zurück, wenn wir den Blue Gem dann nicht finden. Also ich habe mal kurz im Internet geguckt. Der ist irgendwo in der Nähe von dem Gobo. Vom 4. Das weiß ich. Das heißt... Ich hab den ziemlich wahrscheinlich einfach nur übersehen. Und hier hoch zu dem Schlüssel. Dann ab zur Plattform, würde ich sagen. Komm. Schieb, 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 schieb. Und ab da drauf. Den nehme ich mit. Okay, wo ist die Kisten? Ne, die kann ich kaputt machen. Dafür muss ich aber bitte drauf springen. Na, ist aber nichts Interessantes dabei. Vielleicht hier in der einen Gobo oder so. Und boom. Auch nicht. Ha, ich weiß ja jetzt nicht mehr, was in den verschiedenen Kisten war. Jetzt kommt, glaube ich, das Ding, wo oben der Wurm ist. Ja. Okay, ist ja kein Ding. Das war der blaue. Hä? Habe ich den blauen Gem eigentlich gesucht? Habe ich das falsch im Kopf? Habe ich den Gobo gesucht, den 6? Den kann ich nicht übersehen haben. Da muss ich den 6. Gobo gesucht haben. Den weiß ich allerdings auch, wie ich den bekomme. Das habe ich nämlich schon gelesen. Nämlich bei diesem Schaf-Klopp-Spiel da zum Schluss. Muss ich eine bestimmte Anzahl an Dingern erreichen. Sonst gibt es den nicht. Sonst kriege ich nur Leben. Ich weiß nicht, ob ich ein Leben bekommen habe. Na egal, der eine ist jetzt auch egal. Dann habe ich die Gobos gesucht. Dann hatte ich das falsch im Kopf. Der Wichser. Was ist das für ein Scheißluftballon? Ich hatte 60 Teile oder so. Mann. Das ärgert mich jetzt aber jetzt. Noch ein Schlüssel. Ups. Da bin ich fast gestorben. Na, und drauf springen. Komm. Schneller. Ah, hier sind 2 Games.
Und boom. Sehr schön. Ich jetzt noch den Schlüssel holen. Der war hier hinter. Dann wieder runter. Zack. Ja, dann habe ich den Gobo gesucht. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann muss ich auch noch meine Videobeschreibung ändern. Die lautet nämlich momentan auf der verzweifelten Suche nach dem blauen Juwel. Wenn es aber der sechste Gobo war, dann hatte ich falsch im Kopf. Ich habe gedacht, ich hätte hier wie verzweifelt den sechsten Gobo gesucht. Ja gut, kann man hier irgendwie safe state? Da muss ich mal kurz gucken. Dann bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Ich glaube, man muss F1 drücken. Ich drück's einfach mal. Hab's jetzt einfach mal gedrückt. Ich kann ja jetzt nochmal F3 drücken. Ja. Ah, okay. Sehr schön. Dann machen wir das ganz mal. Zack. Und ich würde sagen, wir laufen einfach nur so hier hoch und runter. Aber ohne... Nein. Zu hoffen, dass der runterfällt. Das ist gerade nicht so gut. Ich muss mich eigentlich gerade drauf positionieren. Nein, das laden wir nochmal. Laden wir nochmal. Okay. So. Und dann einfach die ganze Zeit so. Sehr schön. Ist natürlich jetzt nicht so spannend, dann erzähle ich es einfach von meinem Stuhlgang. Also als ich heute Morgen auf Klo gegangen bin, war ich doch gar nicht auf Klo reingefallen. Na. Langsam aber sicher komme ich wieder der Kante hinzu. Muss ich mich wieder ein bisschen rechts ordnen. Aber eigentlich dürfte das noch nicht passieren, egal wie ich geordnet bin. Ich renne doch immer nur geradeaus, eine Linie. Ja. Ja. Sehr schön. Und da ist der sechste Gobo. Gut. Dann haben wir das geklärt, wo man den Gobo herkriegt. War dahinter noch was? Nee. Okay. Und dann ging das ja auch schneller als erwartet. Und jetzt, okay, dann speichern wir nochmal. Speichern ist gut. Bin ich auf dem richtigen? Schätze mal einfach. Override Block, ja. 6% muss der sein. Game saved 6%. Okay. Dann kommen wir jetzt zum ersten Boss. Na. Oh. Okay. Ach. Okay, das ist aber wirklich an Mario angelehnt. Die Stages sind gleich aufgebaut, immer drei Level, dann ein Boss. Und der Bösewicht verzaubert immer seine Gegner. Ja, kann ich die steuern? Ah, wie geil. Okay. Oh, da ist ein Ding. Oh, oh, oh. Davon nehme ich ja dann am besten mal so viele, wie es geht mit zum Boss. Scheint hier auch keine Gems zu geben momentan. Also keine farbigen. Sehr schön. Okay. Und wieder zurück. Ah. Easy. Und wir rennen weiter. Na. Ups. Ach du Scheiße. Sehr schön. Geht doch. Nee. Jetzt aber. Zack. Und warten, bis das Feuerteil kommt. Und rüberrennen. Und kaputt. Ne. Vielleicht sollte ich einfach immer erstmal auf die springen und dann holen. Ich habe hier gerade was gehört. So, hier ist es. Ach, das kommt wahrscheinlich, wenn die respawnen. Okay. Das bringt mir leider natürlich nicht so viel. Oh, wir sind schon beim Boss. Der sieht so ein bisschen aus wie ich, ne?
Das hört sich voll scheiße an, wenn er getroffen wird, wie so ein Klapperstorch. Kann ich hier rausrennen? Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch nicht probieren, nicht gleich Game Over gehen. Ja, jetzt mal. Ah, geht doch. Schnell umdrehen und... Bam! Das war's schon. Auch dreimal treffen, wie bei Mario anscheinend. Der war jetzt nicht so krass zerstörend. Ne? Oh, wie süß. Ich finde unseres Krokodil so geil mit diesem einen Zahn. Ist auch mega süß. Okay, was ist das? Ah, das ist die Secret Stage. Okay, das ist ja cool. Dann speichern wir nochmal. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wofür die Secret Stages gut sind. Override Block. Zum Glück gehen. Geht's ja schon direkt 4% durch den Boss dazu bekommen. Krass. Dann mache ich mal das Secret Level. Komm, 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 komm.